Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ist das Video gerade irgendwie nicht so live, wie es normalerweise sein sollte. Das Problem ist, dass ich nicht gemerkt habe, dass mein Mikrofon nicht aufgenommen wurde, weil mein USB-Port-Zeugsi, dass das leider scheinbar kaputt ist und ich das jetzt gerade woanders einstecken musste. Das habe ich jetzt gerade eben erst gemerkt, als ich dann das getestet habe. Ja, weil das Video hatte nämlich gar keine Audio. Blöd. Und ja, es war kein Fehler da, weil das Aufnahmeprogramm hat halt einfach nichts gefunden. Und das ist jetzt natürlich blöd. Es ist aber schon einiges passiert und ich möchte das jetzt auch nicht nachspielen. Deswegen gebe ich euch jetzt hier diese Timelapse von dem Video, was hier so passiert ist und so, weil das eben schon, ja, wie gesagt, wichtig ist und ich möchte halt euch nicht vorenthalten, was halt so geschehen ist, so, ne? Weil, ja, also es trägt ja schon zur Challenge bei, ne? Ihr könnt ja auch mal genau sehen, was ich hier eigentlich alles so auch mache, außerhalb von dem, was man hier normalerweise auf YouTube sehen würde. Weil gerade so, wenn die essen oder so, mache ich jetzt ja nicht so viel, tatsächlich. Ich weiß, das ist, ne? Also, ja, also ich rede ja sehr viel weniger, als ich aufnehme. Ich nehme ja immer so, ja, 40 Minuten circa auf, eine Dreiviertelstunde. Und ja, das Video am Ende ist ja immer sehr, sehr viel kürzer. Und, ja, das sieht man halt auch daran, dass jetzt bei der Cam, ich rede ja auch nicht viel, ne? Also das ist dann immer das, was ich rausnehme. Das, was ich reinschneide, ist halt immer das, wo ich gerade rede. Und das ist halt sehr viel weniger. Also ich sehe halt einfach nicht ein, dann zu reden, wenn nichts passiert so. Also warum auch, ne? Also hier war ich eben übrigens ganz schön schockiert, dass ich über 1000 diese Punkte hatte, um das da einzudingsen. Aber das ist ganz wild. Ja, am Anfang habe ich versucht, mit jemandem, mit diesem Shigeru da zusammen irgendwas zu machen. Aber dann habe ich erst gemerkt, dass sie ja schon schwanger ist. Aber ja, später merke ich, dass das Kind an diesem Part noch entbunden wird. Und dann werden wir später noch ein Kind mit Shigeru zeugen. Spoiler. Und ja. Genau, also das habe ich halt dann erst gemerkt, aber egal, dann hatten wir dann schon was mit dem am Laufen und so und dann konnte ich das ja relativ schnell dann durchführen, ne? Und jo, ne? Also ich merke übrigens erst später, dass ich die ja umstylen wollte, die Kinder. Das habe ich nämlich erst gar nicht gerafft, dass ich das noch machen musste. Ich hatte nämlich meinen Kalender vergessen und da habe ich das ja normalerweise mal aufgeschrieben. Aber es, ja, ich hatte ihn nicht hier, als ich aufgenommen habe, weil ich war ein bisschen unter Zeitstress. Und ja, da habe ich dann gemerkt, hey, irgendwie clasht das so ein bisschen, ne? Also eventuell muss ich die noch umstylen. Da gebe ich halt den Cheat ein und dann gehe ich in den Cars. Ja, und dann habe ich auch bei Tracy geschaut, ob der okay aussah, aber der sah okay aus. Deswegen dachte ich, okay, das wird schon passen. Und da war ich mir nicht ganz sicher, weil das normale Outfit halt sehr gut aussah. Und da merke ich dann aber, okay, diese Schuhe hätte ich auf jeden Fall nicht gegeben. Und das hätte ich jetzt ja dann sowieso abgespeedet. Und ja, jetzt rede ich in diesem Fall jetzt einfach mal drüber, weil das ganze Video jetzt ja quasi ein Timelapse ist. Ne? Das ist ja natürlich dann nochmal was anderes. Irgendwie, I guess. Ne? Und ja, da style ich jetzt natürlich dann noch die Halo um. Ja, es muss halt irgendwie sein. Also weil das ja da alles geclasht hat, ne? Das war halt irgendwie ein bisschen wild. Aber ja, also es ist dann halt so, ne? Wir kommen jetzt damit klar, dass dieser Part so ist. Der nächste Part wird wieder anders verlaufen. Hoffentlich, solange meine ganzen USB-Ports dann noch funktionieren. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die alle kaputt gehen. Also weil sonst wäre das ganz schön fies. Also das kann ich jetzt nicht so gebrauchen, tatsächlich. Also, ne? Also, kritische Kiste und so. Aber, ja. Also, wie gesagt, dass dieser eine jetzt kaputt gegangen ist, also, das werden wir jetzt schon irgendwie noch überleben oder so. I guess. Und, jo. Es ist halt sehr schwierig, jetzt irgendwie noch was so dazu zu sagen, was hier gerade so abgeht und so, gerade wenn wir im Cast sind. Also, live
fällt einem halt eher mal was ein, was man dazu sagen kann, weil ich halt auch einfach mal sage, oh ja, jetzt ruft der an und sagt das und das zum Beispiel, ne? Und jetzt gerade ist es halt so, ich sehe das und denke mir so, ich weiß das gar nicht, was ich da teilweise tue und wie und wo und was. Ich habe das gestern erst aufgenommen, also eigentlich müsste ich es noch wissen. Aber mein Hirn ist leider manchmal ein bisschen Matsche. Ja, ich habe da zum ersten Mal diesen komischen Wissenschaftstisch benutzt, das war auch ganz wild. Und sie wollte ich halt ihre Fähigkeit erhöhen lassen. Aber ich wusste noch nicht so genau, wie und wo und was, ne? Also Geschicklichkeit hat sie da ja. Aber ich habe so überlegt, ja, was mache ich denn jetzt mit ihr? Aber es war leider nichts kaputt. Später habe ich nochmal versucht, mit Testing Cheats True was zu finden. Aber da war halt also keine Option, um das kaputt zu machen. Das war ein bisschen blöd, weil sonst hätte ich einfach irgendwie das Waschbecken kaputt gemacht und sie das dann reparieren lassen. Ja, es war vielleicht in irgendeiner Form Cheaten, aber I don't fucking care. Also manchmal, solche Sachen, finde ich, sind jetzt auch nicht bahnbrechend so, ne? Ja, aber es ist schon in Ordnung. Ja, und da setzen dann tatsächlich auch schon die Wehen ein. Und wir gehen natürlich ins Krankenhaus. Und wie man einfach auch im Speed Labs, bla bla, sieht, wie lange das eigentlich dauert, bis das geladen hat, ne? Also es dauert ja schon immer so bestimmt eine Minute oder so insgesamt. Das ist schon crazy, ne? Und ich meine, wenn man überlegt, früher, als ich noch meine alte Festplatte hatte, hat es noch länger gedauert. War schon wild. Ja, und jetzt kommt das Kind auf die Welt. Und ich habe erstmal überlegt, so, okay, wie nenne ich das Kind, ne? Und ich schaue so auf dem Fenster, um mir Inspiration zu holen. Und ich glaube, ich habe das Cassie genannt, das Kind. Und dann überlege ich so, ich habe keine Ahnung, wie ich die Kinder nenne. Ich sage auch gleich noch so eigentlich, also ich kann mir das schon gar nicht mehr merken, wer wie wo hieß und wie man, also was ich schon hatte und was nicht. Also meinte ich dann auch so, ja, wenn ich irgendwas doppelt habe oder so, dann tut's mir leid. Das ist keine Absicht. Ja, ihr werdet die Namen bestimmt gelesen haben können, keine Ahnung, bis, aber ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wie ich die Kinder genannt habe. Ja, aber es ist schon in Ordnung, bestimmt und so. Ja, ich bin einfach eine wilde Hilde, Leute. Aber das wisst ihr ja schon. Da sind wir dann auch schon wieder zurück, ne? Und so. Und dann habe ich halt versucht, ob Shigeru direkt rangeht. Und zum Glück kommt er auch direkt. Das heißt, wir können direkt das Kind zeugen, das Neue. Es ist auch gut und schlecht, dass Drillinge gekommen sind, weil an sich ist natürlich toll, Drillinge, weil das dann direkt die Zahl um 3 erhöht hat. Jetzt sind wir jetzt bei 78 Kindern. Es fehlen nur noch 22. Und ja, ne, also, aber andererseits ist es natürlich sehr, sehr anstrengend, Drillinge zu haben. Aber ja, für die Challenge an sich ist es natürlich gut. Gerade wenn die dann alle älter sind, dann können die auch wieder zusammen ausziehen und so. Dann sind wir 3 Plätze auf einmal wahrscheinlich durch, je nachdem, wie die das dann alle hinkriegen und so. Aber ja, ne, alles gut und so. Ja, und das Gute ist, dass ich jetzt ja die Babys draußen habe. Es ist zwar zwischendurch nervig, weil die dann ja da dran gehen, auch wenn ich das nicht mit denen machen wollte. Aber manchmal, wenn Melody gerade irgendwie was anderes zu tun hat, kann ich dann halt einfach die Teenager zu den Babys schicken und die dann machen lassen. Das ist ganz toll zwischendurch. Also wir sehen dann auch, dass Halo, glaube ich, sogar irgendwie schon fast Level 3 oder so erreicht hat, nur weil sie sich dann um die gekümmert hat. Das ist total toll, weil... Ja, also ein bisschen Hilfe im Haushalt ist natürlich immer gut. Also im Haushalt mit den Babys, ne? Also ich meine, Drillinge sind natürlich schon sehr anstrengend. Tatsächlich. Ich weiß. Ja. Also eigentlich hätte ich da auch super effiziente Babypflege machen können, aber ich habe irgendwie vergessen, dass wir das haben und dass es das gibt. Aber ja, mein Hirn ist manchmal ein bisschen dead inside. Aber das solltet ihr mittlerweile schon wissen, wenn ihr schon länger auf dem Kanal seid. Wenn ihr neu seid, dann hi erstmal. Und vor allem, ja, genau. Dann merkt ihr es vielleicht jetzt. Ach ja. Ich habe sie irgendwie ganz viel kochen lassen. Ich weiß gar nicht wieso. Also, ich fand einfach toll. Und dann hat sie sich gewünscht, dass sie sich etwas wünscht am Mondsprung. Und dann habe ich sie das machen lassen. Und das Ergebnis ist schon wieder absolut wild. Also, das kommt jetzt gleich natürlich, ne? Also, wir warten mal kurz ab. Sie wünscht sich das und so. Und dann,
schmeißt sie jetzt gleich den Dings rein. Und jetzt kriegt sie halt so, dass sie, dass der Typi sauer ist, weil sie sich schon so viel gewünscht hat und immer Abkürzungen nimmt. Das ist ganz, ganz wild. Und hier beende ich tatsächlich dann auch schon das Video. Und ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem jetzt einen guten Einblick hattet darin, was hier so passiert ist und so. Und ja, ich hoffe, dass das nächste Video dann wieder besser läuft, dies, das. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!